Wir düsen. Oh, einfach mal knallhart vorbeigefahren. So. Na, einsamen? Tja, macht der gut, der Junge. Herzlich willkommen zurück. Oh nein, nein. Oh, es fängt ja schon gut an. 37, 37. 33, 28. Verpiss dich. Da steh einfach weg. Einfach zack, weg. Ah, wir müssen Steine finden, unbedingt. Dann können wir uns endlich mal reparieren wieder. Was brauchen wir denn noch? Reparaturkit. Ja, das haben wir, aber Steine. Wo sind denn die Pilze? Die sind nochmal da hinten. Kann ich dich mitnehmen? Unsere Aufgabe ist mal darüber zu düsen. Und dann müssen wir wohl so eine Schlucht hoch. Sind wir mal gespannt. Ich wäre eigentlich mega happy, wenn wir mal was finden würden. Wachsen die Pilze nach? Ja, Treibstoff brauchen wir jetzt nicht so sehr. Da oben hätten wir wieder ein bisschen Steine, aber ich glaube nicht, dass wir da reinkommen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da. Jetzt fahr doch zu. Komm, schneller, schneller, schneller. Ja, geht doch. Haben wir Glück? Ich glaube nicht. Nee. Nee, nee. Die sind alle auf dem Berg. Das ist alles da oben. Ich denke, noch ein, zwei Angriffe könnten wir überleben und dann wird es schon ein bisschen kritisch, ne? Ja, ganz ruhig. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Gottes Willen. Du mich erschrocken. Geht's noch? Und wir mit 28 Leben. Tschüssi, tschüss. Im nächsten Leben vielleicht. Ist okay, ich gehe ja schon. Ich weiß, das Leben sich gerne überall einmischt. Leck mich am Arsch. Aber meine Datenbank weiß nichts über beseelte Steine. Sehr vorsichtig, wenn du Felsen begegnest. Nein. Ich gehe schnurstracks hin und sag mal Hallo. Da drüben links könnte ein Stein sein und dann nochmal ein Stein. Okay, wir pimpen uns ein bisschen. Das war zugegebenermaßen eine ziemlich sinnlose Bemerkung, wenn man sich so umschaut. Ja, genau. Jedenfalls hast du einen neuen Wegpunkt. Die Klamm hinauf. Ja. Ich denke nicht, dass wir gegen ihn antreten. Vielleicht schleichen wir uns einfach mal lässig dran vorbei. Eine Idee? Reparaturkit. Hier, komm, mach mal. Wo ist er? Hier. Schönes Kino. Scheiß Steine, die gehen mir so auf den Sack. Wo ist der nochmal? Da ist es, da ist die Schlucht. Schlucht halt. Komm schon, der sieht mich doch hier nicht, oder? Speichern! So, einmal speichern. Oh Mann, oh Mann. Ich möchte die Pflanze, ich möchte die. Ach, no risk, no fun. Komm. Komm, den fahren wir da durch die Beine durch. Ha? Wie cool. Der hat schon super funktioniert. 30, das ist nicht so schlimm. Eve, das packen wir. Okay, das packen wir dann doch nicht. Mist! Ich habe kein Signal mehr. Bitte melde dich. Ja, ich bin ja schon da. Ja, hat ja super funktioniert.
Okay, da sind so viele Pflanzen. Pflanzen, Pflanzen. Bis der aufsteht, können wir uns vorbeidrängen. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Ich denke, er sieht uns nicht. Oh, ein Scheiß sieht er uns nicht. Wir düsen hier vorbei. Tschüssi! Nein! Komm schon, lass uns einfach nur vorbei. Ja. Wir wollen nur da hoch. Lauf uns nicht hinterher. Bleib da, wo du bist. Wir haben dich trotzdem lieb. Auch wenn du brutal groß bist und angsteinflößend und... Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wirklich. Oh Mann. Ja, ich fahre nur hier ein bisschen rum. So ist das Leben. Es tritt gehäuft auf. Ja, schön. Oder zumindest paarweise. Oh Mann. Ah, aha, okay. Läuft. Können wir hier irgendwas einsammeln? Schaltkreisressourcen, ja, ist doch schön für dich, aber irgendwas Cooles. Hier auf dem Planeten ist auch gar alles abgestürzt. Also da ist nochmal einer. Ich habe den echt nicht gesehen, ne? Wo ist denn hier nochmal was? Oh. Ach das. Ja gut. Wir möchten nochmal eine Runde Steine. Gib es die da rein zufällig hier. Ah, hier. Ich gucke immer oben auf die Karte. Ja, genau. Klemm dich fest. Ist das der gleiche? Nee, ist doch nicht der gleiche. Wir fahren nur vorbei. Ja, ich weiß, sie mögen mich nicht. Warum auch immer. Jetzt könnte ich kleine Figur auf irgendwas ausrichten. Eben zu wenig, jetzt zu viel. Das ist ja ein Riesenbrocken. Den kriegt er mit, aber drei Pflanzen, da kackt er sich ins Hemd. Ja, Obelix, ne? Da guckst du. Leben. Gibt es dafür irgendeinen guten Grund? Ja, ich habe das Gefühl, da drüben liegt ja schon der nächste. Wo wir schon mal dabei sind, es gibt ein paar seltsame Signale im Süden. Kannst du sie erreichen? Ah, wir sind voll. Können wir irgendwas bauen? Energiezelle. Schaltkreise, nö. Ich möchte Reparaturkit, aber ich habe leider es versäumt, die einen Pflanzen einzusammeln. Da oben haben wir noch so eine Kaukaktus. Steh auf. Nein, der steht nicht auf. Oh, okay. Hier haben wir noch a lot of Steine. Da kann der echt viel mitnehmen. Also da bin ich ja mega happy. Ich bemerke gerade, dass dieser Planet nicht um seine Magnetpole rotiert, sondern rechtwinklig zu ihnen. Ein Planet funktioniert häufig wie ein großer Magnet. Aber so wie dieser Planet sich verhält, das geomagnetische Feld dieses Planeten sollte nicht existieren. Tut es aber. Ich möchte diese eine Pflanze haben und dann gehen wir da hoch. Die grüne. Verstehe ich nicht. Da steht der aber, vergiss es. Das Magnetfeld eines Planeten kann so gar nicht funktionieren. Ein paar Grad Abweichung von der Rotationsachse wären erklärbar. 15 Grad, vielleicht 20 Grad. Aber keine meiner Simulationen erlaubt dem Magnetfeld eine Abweichung von 90 Grad zur Rotationsachse. Ja. Gut zu wissen, ne? Es gibt nur eine Erklärung.
Dieser Planet trotz den Gesetzen der Physik, wie wir sie kennen. Zum Beispiel. Und was immer das bedeutet, es ist keine gute Nachricht. Hier sind noch nicht die Pflanzen, die ich brauche. Dafür einige Steine. Tag 4. Schön. Oh, jetzt ist auf einmal fertig. Das sieht ja auch nett aus. Okay. So, Kristalle, Kristalle, Kristalle. Da können wir nichts mit anfangen. Wie soll ich denn jetzt darüber kommen? Wie sieht es bei uns aus mit Treibstoff und so einem Scheiß? Ja, scheiße, okay. Oh. Du jetzt mal ernsthaft. 377 Meter. Muss ich jetzt hier links laufen oder muss ich hier rechts laufen? Wir laufen mal so. Ein bisschen Abstand halten. Was haben wir hier? Ah, so ein Kristall nochmal. Gibt's hier einen Obelix? Nee. Kristalle, Kristalle, Kristalle. Da unten sind die Pflanzen, die wir bräuchten. Ha, geschafft. Schön mit den Blumen. Sammeln wir mal ein Buhr. Dann können wir uns jetzt eine Reparaturkit machen. Einmal bitte mitnehmen. 30 gibt es. Ah, okay. Nee, nee, nee. Ja gut, dann fahren wir mal weiter. Haben wir aber schon. Mir gefällt dein Fortschritt. Unsere Überlebenschance hat soeben 5% überschritten. Wow. Hast du mal daran gedacht, dir eine Waffe zu bauen? Ich fürchte, hier gibt es noch mehr Gefahren als nur Riesen. Alter, fett. Voll fett. Wo wir dabei sind, ich wette, dass die gesuchte mobile Einheit für offenes Gelände völlig ungeeignet ist. Nanons. Das heißt, du solltest einen Attraktor bauen, um diese Ani-Einheit aus Schwierigkeiten rauszuholen. Aber zuerst musst du sie finden. Viel Glück. Vor allem, ich brauche hier so eine Kiste. Was sind das? Middleware, intelligente Mikromanager, kleinskalige Operationen. Die arbeiten für uns, okay. Attraktor. Ah, das brauchen wir für. Ja, und das da ist eine Kiste. Und fett, wie mache ich Kisten? Ah, läuft ja super bei uns. Der ist schon cool. Photonstrahler komplett. Überlebenschance auf annähernd 6,2% angestiegen. Wie schieße ich damit? Den Photonenstrahler, da müsste ich einfach nur mal 3 drücken, ne? Ha! Ja, läuft! Jetzt haben wir eine Schusswaffe. Sagen wir nicht nein. Da sagen wir nicht nein. Jetzt müssen wir aber regelrecht immer jeden Dreht aufsammeln. Alles Mögliche. Mein Computer, der zuckelt und ruckelt. Wenn man auch eine Grafikkarte hat, wo selbst Da Vinci noch besser hätte malen können oder grafisch es besser darstellen können. So, ja, wir gehen mal hier rüber, wir müssen ein paar Pflanzen einsammeln. Ja gut, farmen wir eine Runde. So.
Den nehmen wir mit. Ist das hier oben eigentlich auf dem Berg oder was? Ah ja, Tatsache. Gut. Da drüben qualmt, den nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir zwar eine Waffe, aber ich finde das Fadenkreuz ein bisschen rechtslastig. Ich meine ja nur. Oh. Ja gut, aber können wir da auch was bauen? Treibstoff haben wir schon genug. Energiezelle können wir mal machen. Solarzellen möchte der später auch einige haben, habe ich festgestellt. Was brauchen wir dafür nochmal? Ladet der sich dann automatisch auf? Photonenstrahl entfernen, Waffe, starke Blablabla, zum Aktivieren, Blablabla. Aha, aha, aha. Guck mal, ja, Schutzschild gibt's auch. Gut, was das ist, wissen wir nicht. Silizium. Silizium! Ich denke, wir sammeln nochmal eine Runde. Wo bist du? Jetzt können wir dich wieder einsammeln. Blümchen! Wir wissen von Bäumen, die sich aus dem Boden nähren. Andere jagen, einige laufen herum oder haben Bewusstsein. Ja, gut. Dieser hier ist nicht in meiner Datenbank. Wir kennen auch keine mit Lichtblättern, so wie die im Süden. Südliche Bäume tragen seltsame Früchte. Wow. Wow. Das hat der gemacht. Ich denke so, was labert der denn? Früchte? Schön. Wunderschön. Ich denke, man kann sich ja hoch seppen, aber soll man es wirklich riskieren? Ich denke, die gibt es auch ganz oben. Wow. Das ist das, was wir von der Ferne gesehen haben. Da drüben ist ein roter Bobbel. Schön. So, jetzt gehen wir erstmal nochmal hier hin. Ach, da. Schade. Das wäre ja cool, wenn man damit einsammeln könnte, oder? Ich bin ehrlich, ich mag da gar nicht hoch. Ich komme da nachher nie wieder runter. Ich komme danach nie wieder runter. So. Was ist denn das Bobbelhafte? Ach, das waren nochmal die Pilze. Jetzt. Das möchte ich mitnehmen. Solarmodul. Da hat er auch gesagt, wir brauchen da ewig viel. Aber das würden wir, glaube ich, erst herstellen, wenn wir keinen Platz mehr haben zum Einsammeln. So, dich nehmen wir noch mit. Ja, gut, euch zwei. Schön. Sehr schön. Riesenschmetterling. Aha. Das sind die hier. Platinreiniger. Ich weiß nicht, für was das ist. Ja gut. Also für uns irrelevant. Treibstoff habe ich schon zwei. Dann nehmen wir mal einen. Stellen noch mal einen her. Energiezellen. Vier. Solarmodul. Das warten wir noch ein bisschen. Das da. Muss ich finden. Den muss ich finden. Ich glaube, die Schmetterlinge sind echt groß, ne? Das, oder täusche ich mich da? Jetzt fahren wir mal zu dem anderen Baum hin.
Gibt's da drüben Steine? Nö. Das sieht mal nicht so aus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das rote Gedöns. Oh, 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 oh. Alter. Meine Sensoren zeigen ein Portal auf dem Felsen. Ist diese mobile Einheit dort verloren gegangen? Oh. Seltsam. Diese Service-Einheiten haben keinen Thruster. Wie kann die da überhaupt los? Leider schützt dieses Vieh sein Nest. Verjage es und sieh nach, wohin diese Einheit verschwunden ist. Okay. Alter, weiter. Da sind Eier. Speichern, speichern, speichern. Fress uns nicht. Wo bist du? Jetzt da oben, okay. Ja, ist so gut, ist so gut. Oh, shit. Ich möchte nicht auf die schießen, aber ich glaube, das machen wir auch gleich. Trotzdem. Ja, ist ja gut. So, ein bisschen Pflanzen einkaufen. Und was sollen wir tun? Ich habe es gerade wieder vergessen. Ich möchte jetzt alle Pflanzen hier erstmal haben. Ja, also die Waffe ist ja für den Arsch. Ich kann ja gar nichts. Deine Akkus sind alle leer. Fertige dir Energiezellen und fülle sie wieder auf. Halt die Klappe. L war es nochmal, ne? Oder was war das? Stelle Attraktor her. Ich habe Ihren Befohlen, den Bau eines Attraktors vorzubereiten und einen herzustellen. Sobald dies Ani-Einheit gefunden wurde. Da ist noch einer. So. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen. Ja, Ion, Ion, du mich auch. Ich kann die ganzen Pflanzen nochmal einsammeln. So ein Käse aber auch. So, hier noch und dann speichern wir nochmal. Und warum müssen wir da nochmal hoch? Ah, das ist ein Teleport. So war das, glaube ich. Hört sich ja sehr spannend an. Einmal mitnehmen. Treibstoff. Das ist doch der hier, ne? Und dann einmal Energiezelle. Das ist der hier. Einmal speichern. So, mein Hasenfuß. Die Waffe ist ja ein Graus. Flieg. Ach, bin ich erleichtert. Ja, Wahnsinn. Ladet aber lang, Mensch. Dort ist vielleicht auch ein bisschen schneller.
Schön. Warum auch eine Map, ne? Wird total... Oh, hi! Oh Mann, bist du süß! Oh, wie es guckt! Folgst du mir? Oh. Wenn du mich verstehst, habe ich einen Vorschlag. Du bringst uns zurück zu Sister und ich erledige das Reden. Ach, bist du niedlich. Oh, die Augen. Will auch sowas haben. Boah, ist das cool. Jetzt haben wir den aber recht schnell gefunden. So, düst mal mit. Ah, jetzt weiß ich. Du kommst hier nicht mehr hoch. Ach, schaut mal an. Da rechts über unsere Schusswaffe CF. Also ich kann auch sagen, du sollst hier bleiben. C. Läuft ja super. Und F? Was ist C? Bei dem anderen heißt es fahren, bei dem anderen okay. Hm. Gut, also wir gehen nochmal raus und dann holen wir dich. Da sehen wir auch seine Lebensanzeige. Nett. Wir müssen so Blöcke herstellen. Die da. Wie auch immer wir die herstellen. Die müssen wir vielleicht noch finden. Liegt hier nichts rum? Kann ich das kaputt schießen? Ja, läuft ja super. Also das ist ein bisschen doof. Der kommt da also nicht raus. Ja gut. Stelle Traktor, mobile Einheit vermisst eine Aktualisierung. Wir haben einen mobilen Serviceeinheit gefunden, die sich als Annie identifiziert. Sie ist in vergleichbar guter Verfassung, auch wenn die korrosiven Effekte der oxygenischen Atmosphäre bereits begonnen haben. Wir müssen Rost- und Höhlenschutz herstellen, um die Desintegration von Annie zu verlangsamen. Euer Ernst? Könnt ihr auch vielleicht normale Wörter benutzen? Und wir müssen sie aus der Wüste retten und zu ihrem Schiff bringen. Aha, na, oh, bla 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 bla. Okay. Attraktor. Ich habe Ion befohlen, den Bau eines Attraktors vorzubereiten und einen herzustellen, sobald diese Annie-Einheit gefunden wurde. Wahrscheinlich steckt die irgendwo fest und kommt ohne Hilfe nicht raus. Sind das die Attraktoren? Ne, ein Kubus. Ach, sorry, mein Fehler. Oh, wie süß er geguckt hat. Ja, das ist ja süß, nett und prickelnd und toll und sowas, aber wie zum Henker finden wir solche doofen Kisten? Silizium ist das. Aha. Treibstoff, das. Ja. Ich muss weiter düsen. Ich schaff's sonst nicht. Hä, nee. Ich glaube auch nicht, dass er was für mich herstellen kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Schwer. Hier ist noch eine nette Blume. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit.
Das ist arg schlimm, wenn wir uns so weit entfernen. Juckt es den? So, dann gehen wir mal auf die Suche nach den schönen Kisten. Beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ion, we are experiencing an irresistible gravitational pull. This is not a simulation. I repeat, not a simulation. We have a lot of work ahead of us, Ion. You are a trainee on a forgotten planet. This could easily solve all of our resource problems on P1. We need to phone home. A private cruiser. How did that get here? Who are you, little explorer? Have you seen Arnie, my mobile unit? She's our only hope. She's fierce and brave, but also prone to trouble. Is there anything regular about this planet? Be very careful, Ion. If you fail, we are both finished. We've awakened something, and whatever it is, it's trying to kill us. Can't read your signal. Ion, please report back.